0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer mittwochs. Also ich freue mich sehr auf eure Anrufe. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann wählt die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. So, und der erste Anruf heute Nacht, das ist der Steffen. Und Steffen ist 24. Hallo Steffen. Hallo Domian. Hallo Steffen. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe an, also mir wurde vor 5 Jahren wurde mir der Hals durchgeschnitten und ich habe es überlebt. Dir wurde der Hals durchgeschnitten? Mhm. Was ist passiert? Das war auch vor der Disco und da gab es einen kleinen Trouble und ja, da ist es eben leider dazu gekommen, dass irgendwer mir ein Messer an Hals vor den Hals gehalten hat. Ja. Und rübergezogen hat und ist dann weggelaufen. Weswegen gab es die Streitereien? Ja, das war mehr oder weniger ohne Grund. Also ich habe gesehen, dass dieser Typ mit einem aufgeklappten Messer an meine Kumpels rangehen wollte und dann bin ich hinterher, habe gemeint, so steck doch das Messer weg, mach doch keinen Scheiß und in dem Augenblick hat er es mir über den Hals gezogen und ist weggelaufen. Ja. Wie sehr warst du verletzt? Mein Hals wurde mit 36 Stichen genäht. Ich lese hier gerade, Steffen, du hast uns per Mail ein Foto geschickt. Ja, richtig. Und das kriege ich gerade hier reingereicht. Ja. Das ist ja krass. Also das ist ein frisches Foto, das ist jetzt 5 Jahre her. Das ist 5 Jahre her, also das war direkt nach der Aktion. Ne? Was ich hier sehe. Ja. Darf ich das in die Kamera halten? Darfst du machen. Boah, das ist ja wirklich heftig. Das ja, kann man ja wirklich also sehen, es ist ein Schnitt quer über den ganzen Hals. Ja, genau so ist es. Wie tief hat der Täter eingeschnitten? Das war 2 Millimeter vor der Halsschlagader. Und es waren 3 Gefäße auch kaputt. Also ich habe das Blut selber spritzen sehen. Das muss doch tierisch wehgetan haben. Nee, das hat kein bisschen wehgetan. Wahrscheinlich ich habe die ganze Zeit keinen Schmerz gespürt. Was ist dann passiert? Da waren ja andere Leute, die haben das gesehen. Wie schnell kam Hilfe? Also ich bin das erste Mal umgekippt fast auf ein Taxi gefallen. Dann bin ich wieder aufgewacht, habe meine Blutlache gesehen. Dachte so in meinem Kopf, also jetzt stehe ich wieder auf, jetzt holst du dir den Wichser, wenn ich mal so reden darf. Ja. Bin dann wieder aufgestanden, 5 Schritte gegangen und dann nach wieder umgekippt und dann kam auch schon der Türsteher von der Disco und hat mir irgendwas auf den Hals gedrückt und mir dann so quasi mein Leben gerettet. Und bist dann so, natürlich jetzt, wenn er nicht so richtig. Nochmal Dankeschön. Ja. Bist dann in ein Krankenhaus gekommen natürlich? Ja, klar. Und die haben, das hast du gerade gesagt, während mir das Bild reingereicht wurde, deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. Mit wie viel Stichen ist es genäht worden, die Wunde? Man sieht das hier so nicht so richtig. Also es sind jetzt 36. 36 Stiche. Also es geht ja wirklich um den ganzen Hals rum. Ja. Wie lange hast du dann noch im Krankenhaus verbracht danach? 3 Tage. 3 Tage. Weil du eben Glück, extremes Glück im Unglück hattest und es nicht so tief eingeschnitten wurde. Ja, also der Arzt, der mich behandelt hat, meinte eben, dass es ein Wunder ist, dass ich überlebt habe und Das heißt also, wenn der eine Nuance anders geschnitten hätte, hättest du tot sein können. Ja, hätte der Türsteher nicht meinen Hals zugehalten, wäre ich tot gewesen. Ah ja, hätte der 2 Millimeter tiefer geschnitten, wäre ich tot gewesen. Achso, weil der Türsteher das Bluten unterdrückt hat, das Ausbluten. Ja, er hat mir irgendwas auf den Hals gedrückt und mich auch die ganze Zeit eben wach gehalten. Also, wenn das nicht gewesen wäre und das nicht gewesen wäre, dann würden wir beide uns wahrscheinlich jetzt nicht unterhalten. Sehr wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich. Ist dieser Täter je gefasst worden? Nein. Nie? Nein. Das, kanntest du den vom Sehen? Also irgendwie so? Gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht? Nein, gar nicht. Und wirklich aus einer Lappalie heraus? Ja, also ich würde sagen, es ging Gang um nichts.
Ich vielleicht, ich hatte auch was getrunken, aber ich war eben unbewaffnet und ich weiß nicht. Ja, weil man ja mit so etwas auch nun überhaupt nicht rechnet. Ja, also ich, für mich ist es ein feiges Arschloch gewesen. Ja, man steht ja also, nichts ahnend und kriegt direkt ein Messer an den Hals. Was will man da machen? Was will man da tun? Man kann nichts machen. Mhm. Und ich habe auch, es ist jetzt schon auch lange her, ne, und mir, wenn mir auch Leute erzählen, also ich hätte das, also ich hätte mich gewehrt und mir wäre das nie passiert. Das ist völliger Unsinn. Das ist völliger Quatsch. Ja, weil es geht so schnell. Ja. Da ist man dann auch in dem Augenblick geschockt und man kann nichts machen. Nach diesen 3 Tagen, du kamst dann aus dem Krankenhaus raus und ist es verheilt und immer besser verheilt und danach und jetzt spürst du gar nichts. Du hast wahrscheinlich die Narbe dort, aber weiter nichts. Nee, also die Narbe habe ich am Hals, ist klar. Ja, ist klar. Mhm. Ja, und ich selber sehe sie auch nicht. Ja. Ich glaube, man hat auch nach so einem schlimmen Vorfall auch eine Narbe in der Psyche. Glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass man auf jeden Fall irgendwie einen Knacks mit sich trägt. Ja, also wenn, dann verdränge ich es ja. Mhm. Konntest du danach so unbefangen nochmal in Diskotheken gehen, dich irgendwo anstellen? Na, ich bin immer noch regelmäßig in Diskotheken. Ah ja, hast dich dann gleich dem wieder ausgesetzt und somit auch die Angst überwunden? Ja, also ich kann sehr Sachen sehr, sehr gut verdrängen, sagen wir mal so. Mhm. Ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Man muss, ja, wenn man damit gut leben kann, ist es ja auch. Also ich, wenn ich mir jetzt einen Kopf drüber machen würde, warum gerade mir das passiert ist oder eben die sowas, worüber sich wahrscheinlich auch viele Leute Gedanken machen würden, dann wäre ich krank, kaputt. Hast du denn für dich irgendeine Konsequenz daraus gezogen, dass du sagst, ich mache jetzt ein Selbstverteidigungstraining oder ich habe auch irgendwas bei mir? Nee, ich gehe einfach, wenn ich sehe, dass Streit entsteht, dann bin ich der Erste, der wegläuft. Mhm. Ja, das ist auch okay. Das ist, finde ich, das ist auch nicht feige. Das ist klug, ja, dem was wir wegziehen. Also wirklich eben davon ab, allgemein wegen, und ich meine, es ist ja heute wirklich total sehr schlimm geworden. Ja, es ist total schlimm. Wir hatten ja vor einer Weile so eine Sendung auch dazu und ich krieg's ja immer wieder hier mit auch. Und ich krieg's selbst auch mit, wenn ich rausgehe, dass die Brutalität auf der Straße in Diskotheken, das ist unfassbar. Ja, ich weiß gar nicht, wie man dem Herr werden kann und was da noch geschehen soll. Ja, und es ist, ich meine auch, die Tische hängen da auch viel mit drin und Es hängt sicher auch damit zusammen, dass die Polizei entweder überfordert ist oder zu wenig durchgreift, das auf jeden Fall. Zu wenig Personal hat und so weiter. Also, ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Ja. Steffen, dann bin ich froh, dass du so viel Glück gehabt hast und dass wir haben sprechen können. Danke für den Anruf. Darf ich noch wen grüßen? Ja, bitte. Darfst du. Dann grüße ich erstmal meine liebe Familie, meinen Opa, meine Oma meistens. Mhm. Dann meine allerliebste Freundin, mit der ich jetzt auch 3,5 Jahre zusammen bin. Ja. Und auch meine Freunde natürlich, Doro und Olli und Jens und Jenny, die hoffentlich, glaube ich, zugucken. Und mein Bruder, der das gerade aufzeichnet, nebenan. Na super. Steffen, alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Okay, danke, ciao. Domian. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, ich hatte schon alle Hoffnungen verloren. Ich möchte mit Leuten reden, die irgendwie sich so aufgegeben hatten oder die gedacht hatten, dass sie in eine solche Situation geraten waren, aus der sie nie wieder rauskommen. Aber dann hat sich das Blatt doch noch zum Guten gewendet, vielleicht in eine Richtung geführt, die ihr früher oder davor gar nicht mehr hättet glauben können oder wollen. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren. So heißt unser Thema morgen und ich würde gerne mit Leuten sprechen, die das sagen, die von ihrem Leben erzählen, von dem, was vorgefallen ist, wo sich dann doch alles nochmal zum sehr Guten gewendet hat. So, jetzt geht's weiter mit Gina. Und Gina ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Gina. Hallo, Domian. Hallo, Gina. Dein Thema? Ja, sexueller Missbrauch. Mhm. Ich bin mit ganz jungem Alter, ich weiß nicht genau, wie alt ich da, so 2, 3 war ich da, einmal von meinem leiblichen Vater einmal missbraucht worden. Und mit circa 9 Jahren, 4,5 Jahre mit meinem damaligen Stiefvater.
Also mit 9 Jahren über einen längeren Zeitraum? Ja, über 4,5 Jahre. Ja. Und du hast gerade gesagt, mit 2 oder 3? Ja, von meinem leiblichen Vater. Und kannst du dich daran erinnern? Ganz schwach nur. Ich habe da nur ganz schwache Bilder von mir. Ich weiß auch nicht genau, was da genau vorgefallen ist. Ich weiß, dass da irgendwas vorgefallen ist, aber was weiß ich im Endeffekt leider nicht. Definitiv kannst du dich erinnern an die Zeit, als du da so um die 10 Jahre alt warst. Ja, ja. Das ist auch mein Hauptproblem. Ja, das war der, das habe ich gerade akustisch, ich hatte einen Störer auf der Leitung. Nicht, wer war das? Mein damaliger Stiefvater. Der damalige Stiefvater. Genau. Mhm. Über einen Zeitraum von 4,5 Jahren. Genau, richtig. Hat deine Mutter irgendeine Ahnung damals davon gehabt? Damals nicht, mittlerweile weiß sie es, aber ich kann mit ihr über das Thema leider nicht reden. Warum nicht? Sie weist mir grundsätzlich ab. Ich weiß nicht warum. Also du hast ihr irgendwann gesagt, dass das und das ist passiert? Nee, sie hat es per E-Mail hat es irgendwie spitz bekommen. Ich hatte es meiner E-Mail zu meinem Freund damals rübergeschrieben und da hat sie es rausbekommen. Mhm. Wie alt warst du, als sie das rausbekommen hat? Das war jetzt vor einem Jahr ist das her. Ah ja, noch gar nicht so lange. Nee, genau. Und dann hat sie dich darauf angesprochen, oder? Ja, wie? Ja, sie hat mich darauf angesprochen. Ich hatte ihr die Sache auch erklärt. Und sie hat auch geweint und alles, aber im Endeffekt, sie verbietet mir, ihn anzuzeigen. Sie ist mit dem Mann immer noch zusammen? Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht? Nein, das ist sie nicht mehr. Glaubt sie dir denn? Ja, das tut sie auch. Sie glaubt dir? Sie glaubt mir, aber klar, sie stellt mir zwar auch schon mal die Frage, warum habe ich nie was gesagt? Naja, du könntest auch die Frage stellen, warum hat sie nicht genau hingeguckt? Ja, im Endeffekt ja. Mhm. Wie oft ist das denn in diesen 4,5 Jahren passiert, wenn man das so auf Monate bezieht? Also es ist eine Zeit lang, ist es zum Teil jeden Tag passiert. Grundsätzlich, wenn meine Mutter damals arbeiten war. Mhm. So, dass er dich vergewaltigt hat? Vergewaltigt nicht, nee. Also es ist nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen, das nicht. Mhm. Aber zu sexuellen Handlungen, die du an ihm vollziehen musstest? Ja, und genau. er an dir auch? Ja, genau. Mhm. Jeden Tag? Ja. Mhm. Das ist für mich immer wirklich ein Rätsel, wenn ich sowas höre, dass wenn dann die Frauen sagen, die Mütter sagen, sie haben das nicht mitbekommen. Ich will darüber kein Urteil letztendlich fällen, aber es befremdet mich sehr, weil ich denke immer, dass man sein Kind doch genau beobachtet und erkennt, auch wenn irgendwas nicht stimmt und misstrauisch wird und irgendwie ein ungutes Gefühl bekommt. Ja, stimmt schon. Aber was mir nun wirklich ganz schleierhaft ist, ist das, warum schützt sie diesen Mann? Sie hatte mir mal gesagt, sie hat Angst davor, dass man sie mit da reinzieht. Also wir wissen beide, sowohl meine Mutter auch ich, dass er gut lügen kann. Mhm. Das wissen wir. Mhm. So, und sie hat Angst davor, dass man sie da irgendwie mit reinzieht. Verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Zum Teil ja, aber zum Teil auch nein. Mhm. Weil ich irgendwo auch mal meinen Frieden langsam haben will. Ja. Hast du, das ist ja nur alles noch auch gar nicht so sehr lange her, du bist erst 18 Jahre jetzt. Hast du eine Therapie mal gemacht danach? Also ich war bei Frauenberatungsstellen war ich gewesen. Mhm. In meinen schlechten Phasen gewesen, und sobald es mir besser ging, habe ich die Sache wieder abgehakt. Bin ich nicht mehr hingegangen, was im Endeffekt ein Fehler war. Wie geht es dir denn jetzt ganz aktuell seelisch? Also im Moment geht's eigentlich. Im Moment geht es. Wie im Winter ist es schlimm bei mir. Im Winter? Mhm. Warum? Hört sich jetzt zwar zum Lachen an, aber der Kerl, der hatte damals ein Vollbart gehabt. Mhm. Und wenn dann die Weihnachtszeit losgeht und die ganzen Weihnachtsmänner draußen stehen, irgendwo erinnert mich das doch irgendwie an ihm. Nee, das hört sich nicht blöd an, das hört sich völlig nachvollziehbar an. Das aber wirklich. Mhm. Ganz zum Teil, er hat dann auch im November eben halt Geburtstag. Mhm. Und ich weiß nicht, es kommt dann irgendwie alles auf einmal. Wenn du das so sagen solltest, denkst du permanent an diese Zeit, zumindest so jeden Tag mal, mehrere Male? Ja, das Hast du einen Freund im Moment? Ja, habe ich. Und wie funktioniert das mit dem? Mit dem funktioniert es eigentlich ganz gut, weil den seine Mutter auch vergewaltigt worden ist vor längerer Zeit. Das heißt, du sprichst mit ihm offen? Ja. Und du hast Vertrauen zu ihm und kannst ihm das auch alles so erzählen, was da passiert ist? Ja, ich habe zwar meine Zeit gebraucht, aber ich kann es ihm erzählen, ja. Macht dir die Sexualität mit einem Mann, sprich jetzt auch mit deinem Freund, Spaß? In den guten Phasen ja. In den schlechten Phasen läuft bei uns zum Teil oft 4, 6 Wochen gar nichts. Mhm.
Ich fände das sehr wichtig, Gina, dass du nochmal einen Anlauf unternimmst und dich zu einem Fachmann begibst. Ja. Also ich glaube, wenn man so lange einen sexuellen Missbrauch hat erleiden, ertragen müssen, ist das eigentlich immer gut, zu einem Psychologen zu gehen. Ja, also würde ich das so nicht auf die Reihe kriegen. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist immer hilfreich. Und du kannst es ja auch zu jeder Zeit abbrechen, wenn du das Gefühl hast, ich kann mit der Person nicht oder das funktioniert nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und auch noch mehrere Versuche wert. Wenn du mit der einen Person nicht kannst, dann such dir einen anderen. Ja. Es ist sehr schwierig, auch gute Therapeuten zu finden. Aber das ist so eine Erschütterung der kindlichen Seele, die du da hast ertragen müssen. Wie siehst du das eigentlich mit dem Anzeigen? Ich bin mir da irgendwie jedenfalls nicht sicher. Weißt du, Gina, ist es nur recht, sage ich, wenn solche Leute hinter Schloss und Riegel kommen und wirklich die schlimmste Strafe kriegen, die unser Gesetz erlaubt. Ja. Ich würde es immer davon abhängig machen, wie die Person sich selbst fühlt, also wie du dich fühlst, ob du stabil dazu bist, ob du sagst, okay, ich halte das aus, denn da kommt ja eine ganze Menge auf dich zu. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich immer gut, wenn man erst eine Therapie macht oder während der Therapiezeit so etwas angeht und das eben auch gemeinsam mit dem Psychologen oder der Psychologin berät. Ja. Dass man so einen Rückhalt hat. Aus deiner jetzigen Situation heraus würde ich es vielleicht nicht machen, sondern einfach sehen, dass du stabilisiert wirst. Mhm. Ich finde es einmal finde ich es einfach wichtig, dass solche Leute ihre Strafe bekommen. Und zum anderen finde ich es wichtig, dass die einfach hinter Schloss und Riegel kommen, um weiteres Unheil zu vermeiden. Mhm. Man weiß ja nicht, was der noch alles macht, wo der jetzt ist und mit wem der sich umgibt und so weiter. Ja. Und ich finde, muss ich ja ehrlich sagen, das Argument deiner Mutter sehr schwach. Ich weiß es. Ich finde es sehr schwach, also da habe ich kein Verständnis für. Das zieht mich auch ehrlich gesagt extrem runter. Mhm. Weil ich eben halt in dem Sinne meinen Freund nur habe zum Reden. Mhm. Ich hatte mich auch dem seiner Mutter anvertraut. Mhm. Und da war ich wohl auch völlig am verkehrten Punkt gewesen. Sie hatte mich dann damals vor der Polizei dann meinen blamieren zu müssen deswegen. Und ja. Wie, der Freund deiner Mutter hat dich vor der Polizei blamiert? Ja, damals war es ein bisschen blöd gewesen. Die Polizei war bei der Mutter von meinem Freund im Haus gewesen. Mhm. Und sie hat dann darum geschrien, der Polizei gegenüber, wo ich auch daneben stand, von wegen, ich wäre zu feige, den anzuzeigen. Und also irgendwo war ich da wohl auch am falschen Punkt gewesen. Ja, da habe ich erstmal dicht gemacht. Ja, verstehe ich. Also, hätte ich auch gemacht. So darf man das auch nicht machen. Gerade sie, wenn sie selbst ein Opfer ist, muss da vorsichtiger mit umgehen. Und okay, aber das ist eine andere Thematik. Ja. Ich finde, dass deine Mutter fast eine moralische Pflicht hat, sich jetzt auf deine Seite zu stellen und auch alles Menschenmögliche unternehmen sollte, dass dieser Mann seine Strafe bekommt und dass dir geholfen wird, so gut und so schnell, wie es irgend möglich geht. Ja. Ich möchte gerne dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Nochmal, um genau zu überlegen, wann, wie, wo du eine Therapie anfängst. Ja. Und dann solltest du, wie gesagt, in dieser Therapie mit deinem Therapeuten gemeinsam überlegen, wie die juristischen Schritte und wann die vor allen Dingen einzuleiten sind. Ja, gerne. Ja? Gerne. Liebe Gina, du legst bitte auf und die Anja, das ist, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von dir haben? Ja, dann sagst du der Anja deine Anschrift und das schicken wir dann. Okay, und ein ganz, ganz dickes Lob. Dankeschön, sehr nett von dir. Super. Dankeschön, tschüss. Danke, ciao. Caro ist hier. Eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Genau. Caro heißt, glaube ich, auch kein Mann, ne? Nee. In der Regel nicht. Nee. Aber jedenfalls noch nie gehört. Caro, 29. Richtig. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Angst vor Krankheiten. Also panische Angst. Panische Angst. Bist du ein Hypochonder? Richtig. Wie es im Buche steht, sozusagen. Du bist also jemand, der... Oh, es zwickt hier. Ich habe wahrscheinlich jetzt irgendwie eine ganz schlimme Erkrankung. Genau, richtig. So ist das. Ich muss zum Arzt, ich muss geröntgt werden, ich muss in die Computertomographie und alles muss sich um mich drehen. So ist das. Und ich höre immer wieder, dass es Leute gibt, denen es genauso geht, aber ich habe noch nie jemanden getroffen oder gefunden, der wirklich dasselbe Problem hat wie ich. Weißt du, dass es ganz berühmte Hypochonder gibt? Ja. Weißt du, ne? Ich glaube, Thomas Mann. Zum war, glaube ich, auch so einer. Thomas Mann war so einer. Und wir können mal in die Gegenwart gehen. Ein ganz berühmter Showmaster ist auch Harald Schmidt. Harald Schmidt.
Ich glaube, Jürgen von der Lippe neigt auch dazu. Ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, es gab in der Geistesgeschichte auch in, ganz viele Größen, die irgendwie so ein bisschen so drauf waren. Ja, und Thomas Mann weiß ich es auch, ja. Schon gehört. Erzähl mal ein bisschen genauer, wie es bei dir so abgeht. Also es ist so, es ist meistens, wenn ich nicht viel zu tun habe, wie im Moment auch. Ich habe halt Urlaub. Ja. Und dann geht das so los, dass ich dann anfange, mich zu beobachten, meinen Körper zu beobachten, irgendwelche Symptome finde an mir, die dann irgendwie komisch sind, meines Erachtens. Zum Beispiel heute. Was ist heute, oder gerade vielleicht auch bevor du angerufen hast, was, du hast den Körper wahrscheinlich, du checkst den Körper ständig durch und guckst und fühlst und was ist irgendwas, was nicht so ganz so hundertprozentig ist? Ja, zum Beispiel irgendwie so, ich hatte irgendwie in letzter Zeit ein Problem mit so ein bisschen Müdigkeit und so. Mhm. Da dachte ich, das muss bestimmt irgendwas ganz, ganz Schlimmes sein und so weiter. Mhm. Ja. Ja, und wenn du das dann so bemerkst, was machst du dann? Dann gehe ich zum Arzt. Der dich schon kennt. Der mich sehr gut kennt. Und der denkt, wenn die Tür aufgeht, ach du lieber Gott, da kommt Caro schon wieder. Ja, richtig. Ja, das wird er wohl denken. Da bin ich mir ganz sicher. Wie geht er damit um? Geht er damit flapsig um oder nimmt er dich jedes Mal ernst? Also ich finde, dass er einen ganz guten Mittelweg gefunden hat zwischen, also finde ich auch sehr wichtig, dass man eben solche Menschen wie mich jetzt irgendwie auf der einen Seite schon ernst nimmt, weil es kann ja, also ich meine, so eine Krankheit kann ja immer mal irgendwie auftreten. Es kann ja auch zwischendurch mal was sein, ne? Richtig. Was, ja, natürlich. Ja. Richtig, ja. Ja. Auf der anderen Seite aber auch weiß, die und die Untersuchung, die müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, weil ich bin ja auch jemand, der sich durch irgendwelche Recherchen im Internet oder in super Büchern dann schon ganz gut auskennt. Also so ein Hobbymediziner sozusagen. Könnte ich mir vorstellen, dass du sehr viel schon gelesen hast und wir könnten richtige Medizingespräche führen jetzt. Bist du denn dann, wenn du beim Arzt bist und der sagt, nee, die Müdigkeit, das ist so und so, bist du dann leicht zu beruhigen oder hakst du danach und kommst dann nochmal wieder? Es kommt darauf an, wie plausibel es in meinen Augen ist, was er sagt. Also ich, wie gesagt, ich habe schon viel gelesen und ich bin auch nicht ganz dumm. Und wenn er mir was sagt, was ich plausibel finde und was ich nachvollziehen kann, dann sage ich, ja, okay, da hat er schon recht. Wenn er aber jetzt irgendwie sagt, naja, wir müssen das mal beobachten, das ist schon für mich das ist schlimm. Ganz schlimm, Das ist ganz schlimm. Wurde denn in der Sprechstunde schon thematisiert, dass du ein Hypochonder bist? Ja, also ich mache auch eine Gesprächstherapie sozusagen so ein bisschen dagegen, wo dann schon ein bisschen Handwerkszeug an die Hand gelegt wurde, was ich dagegen eventuell tun kann und so weiter oder wie ich mich verhalten soll. Allerdings ist das bis jetzt nicht so ganz gefruchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie lange machst du das schon? Ungefähr ein Jahr. Naja. Und wie lange plagst du dich schon mit diesen Gesundheitssorgen rum? Also ich weiß noch so 15 Jahre schon. 15 Jahre schon? Ja. Also es fing dann so in der Pubertät an mit 14. Fing in der Pubertät an, ja genau. Welche schwerwiegenden Krankheiten meintest du denn schon gehabt zu haben oder zu haben? Ich glaube fast alle. Also von Gehirntumor über, also meistens sind es Krebserkrankungen, aber auch schon Herzinfarkt, Multiple Sklerose, also alles, was irgendwie zum Tod oder zumindest zu einer ganz schweren körperlichen Beeinträchtigung führen kann, war schon da. Und ich habe wirklich noch keinen getroffen, der dasselbe Problem hat, obwohl ich, wie gesagt, gehört habe, dass es allen so geht. Das wundert mich wirklich. Ich glaube, dass es eine ganze Menge mehr oder weniger stark entwickelte Hypochonder gibt. Also Menschen, wo es wirklich extrem schlimm ist, aber Menschen auch, wo das so durchaus in deinem Maßstab abläuft. Das mag sein. Ich glaube aber auch, dass es in der heutigen Zeit sehr forciert wird durch bestimmte Berichte, durch bestimmte Fokussierung auch so auf gesundheitliche Themen, so in den Medien. Einerseits ist es natürlich gut, wenn man viel so über gesundheitliche Sachen in den Medien erfährt. Ja. Andererseits macht es einen auch radadoll manchmal, ne? Genau. Dass man denkt, oh Gott, jetzt hast du das und musst du da aufpassen und hier Cholesterin und hier und da Herz und so. Dann weiß man gar nicht mehr, was man essen soll und ob man sich nur bewegen soll oder ob man sich nicht bewegen soll und wie man sich bewegen soll und so weiter. Genau, das ist richtig. Im Prinzip bist du aber ein kerngesunder Mensch. Bis jetzt schon, ja. Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Gibt es dann auch schon mal solche ich habe einen guten Bekannten, der neigt auch dazu. Und der hat dann wirklich ab und zu richtige Herzanfälle. Ja, der hat Herzanfälle, der hat auch somatisch prüfbar, also dann hat er Herzrhythmusstörungen und ist völlig neben der Kappe.
und kommt dann in die Klinik und dann stellen die aber fest, diese Herzrhythmusstörungen sind psychosomatisch bedingt. Ja. Und sie können wieder nach Hause gehen. Hast du sowas auch? Das ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch so in einer Berghütte schon mal passiert, dass ich da wirklich durch diese dünne Luft, die da dann so teilweise herrscht und viel Kaffeegenuss und so weiter. Ja, und du warst wahrscheinlich in Panik, wenn richtig. Hier oben, hier kann mir keiner helfen. So war das. Ja. Ja, sowas kann schon sehr lebensbeeinträchtigend sein. Stimmt, ist es auch. Ja. Und deswegen würde ich gerne mal jemanden treffen, der das gleiche Problem hat. Also wirklich, das wird mir sehr... Geh doch mal ins Internet, da gibt es doch wahrscheinlich hunderte von Foren von Hypochondern. Das kann natürlich gut sein. Bin ich ganz sicher. Ja. Ich will gar nicht dazu aufrufen, dass die Leute sich bei uns hier melden, weil wir dann zugemailt werden. Mhm. Und ich das eigentlich immer ganz gerne machen bei sehr ausgefallenen Sachen. Dennoch... Also wenn es vielleicht zumindest wenn ihr uns einen Link im Internet schicken könntet, den würden wir dann an die Caro weitergeben. Bitte nicht jeder Hypochonder hier melden. Das schaffen wir gar nicht alles zu lesen. Wie geht dir das denn, wenn du von Menschen hörst? Ich weiß nicht, wie oft du meine Sendung verfolgst. Hin und wieder, ja, wenn ich Zeit habe und wenn ich ein bisschen lange ausschlafen kann. Ja, nun tauchen hier ja auch immer wieder Menschen auf, die schwerst erkrankt sind. Ja. Wo man wirklich, wo man fast gar nichts mehr zu sagen kann, so schlimm. Ja. Wie empfindest du das, wenn du dann so deine Situation bedenkst, dass du eigentlich gesund bist, aber auch ständig Angst hast, krank zu werden? Löst das irgendwas in dir aus, wenn du das hörst? Ja, also das ist so, wenn ich das so höre, von ein bisschen ferner ab, dann denke ich mir, okay, das könntest du ja eventuell auch haben und um Gottes Willen und das ist ja ganz furchtbar und so weiter. Also das ist eher so eine Sache, die mir nicht unbedingt hilft. Ich glaube, es würde mir sehr helfen, wenn ich mal mit Menschen zusammenkommen würde, die wirklich krank wären. Also ich glaube, dann hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen vielleicht sogar auch, die sagen würde, okay, du bildest dir das die ganze Zeit ein und im Grunde genommen versaust du dir damit das ist Jahre, der Punkt. Die du ja eventuell noch gut haben kannst. Ne? Das ist der Punkt. Du versaust dir die Zeit, wo du gesund bist. Ja. Und vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, wo du wirklich mal erkrankst oder schwer erkrankst und dann denkst du zurück und denkst, mein Gott, was habe ich mir damals das Leben schwer gemacht? Ich hätte die Tage genießen sollen, die ich gesund habe leben dürfen. Genau. Was machst du vom Beruf? Ich bin Journalistin. Ah ja. Ja, dann wäre es vielleicht, das wäre ja nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das im Rahmen deines Jobs geht, wenn du dich vielleicht auch journalistisch mit Themen beschäftigst und mit Menschen beschäftigst, die schwer krank sind. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, dass ich das eventuell wirklich mal machen könnte, also im Hospiz oder wie auch immer. Also ich glaube auch ein bisschen, die Lösung ist, wenn man die Angst vorm Tod verliert, dass man dann auch die Angst vor diesen Krankheiten so ein bisschen verliert. Also ich glaube, ich habe irgendwie panische Angst vorm Tod und das bewegt mich immer wieder dazu, diese Angst vor den Krankheiten zu haben. Warum hast du so eine panische Angst vor dem Tod? Oh, wenn ich das beantworten könnte. Also ich habe, glaube ich, Angst davor. Ich bin mir nicht genau sicher, was dann kommt. Und ich bin immer jemand, der gerne weiß oder der gerne bei Bewusstsein ist und weiß, was ist und so weiter. Und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich, das ist, glaube ich, normal. Also ich weiß nicht, wer nicht davor Angst hat. Ja, es gibt ja schon Menschen, die so in sich ruhen und mit dem Leben so im Einklang sind, dass sie schon auch sagen, okay, das gehört zum Leben dazu. Und die das auch so akzeptieren. Das stimmt. Auf der einen Seite. Es gibt natürlich auf der einen Seite Menschen, die völlig verängstigt sind und verunsichert, was ja auch verständlich ist. Es gibt ja nichts Erschütternderes, als die Vorstellung, nicht mehr da zu sein oder weg zu sein. Einfach weg zu sein. Mhm. Aber das ist natürlich eine Frage der inneren Einstellung, der Einstellung und der Haltung, die man entwickelt zum Leben, ob man vielleicht auch gläubig ist, was sehr hilfreich ist in einer solchen Fragestellung und so weiter. Also, ich bin sicher, dass viele zugehört haben jetzt, denen das ähnlich ergeht wie dir. Mhm. Und ich mache jetzt mal so einen halben Aufruf, also wenn ihr vielleicht uns ein paar Kontaktmöglichkeiten mailen könntet, wohin Caro sich wenden könnte. Das wäre super. Vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe oder irgend sowas. In welcher Gegend wohnst du? Schon Köln. Schon Köln. Mhm. Aber wenn du Journalistin bist, dann kannst du das ja auch eigentlich sehr gut recherchieren. Stimmt. Dennoch werden wir dir gerne behilflich sein. Wenn wir was hier reinbekommen, reichen wir es an dich weiter. Und ich glaube, letztendlich ist der Weg ja auch richtig, den du gehst, dass du nämlich in einer Therapie bist und die wirklichen Ursachen da auch mal findest und die besprichst in der Therapiestunde. Genau. Alles Gute, Caro. Danke dir. Tschüss. Super, deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt: Ich hatte schon alle Hoffnung verloren, möchte gerne folglich mit Menschen sprechen, die in einer Situation waren, in einer Lebenssituation, die eigentlich
hoffnungslos war. Das kann vielleicht eine extrem schwere Krankheit sein. Es kann vielleicht auch eine Überschuldung sein. Oder es kann vielleicht auch sein, dass ihr in Sachen Liebeskummer so am Ende wart. Und dann irgendwann hat sich das Blatt gewendet, durch was auch immer. Durch eine Fügung, vielleicht durch etwas, was man gar nicht so nachvollziehen kann. Und von da an ging es wieder bergauf. Und mit den Leuten würde ich gerne morgen reden. Also zum Thema, ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann mailt mir oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an. Ab 0 Uhr sind wir ja alle schon immer erreichbar hier. Also das heißt, meine Kollegen sind erreichbar im Hintergrund. Und um 1 während der Sendung könnt ihr dann auch anrufen. Hier ist Katja. Katja ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Katja. Ja, hallo. Hallo. Ich rufe an, eigentlich, ich habe heute Abend erfahren, dass meine kleine 16-jährige Schwester im 4. Monat schwanger ist. Mhm. Das ist ja irgendwie problematisch, weil sie es eben auch 4 Monate erstmal geheim gehalten hat. Mhm. Und wer hat es dir gesagt? Hat sie es dir persönlich gesagt? Nein, eben nicht. Ich habe mit ihr sogar noch telefoniert am Montag und sie hat nichts gesagt. Ich habe es von meiner großen Schwester erfahren. Ah ja. Und ich muss dazu sagen, dass ich in der Familie für sie eigentlich immer der Ansprechpartner war, die Vertrauensperson. Also umso weher tut das eigentlich, dass sie dir das nicht gesagt hat. Hat sie es der anderen Schwester gesagt oder hat die das irgendwie rausgekriegt? Nee, meine große Schwester hat es von unserer Mutter erfahren. Die wurde am Wochenende vor die vollendeten Tatsachen gestellt. Von wem? Von meiner kleinen Schwester. Ach so, also es ging über die Mutter, dann über die Schwester und dann von der Schwester wieder über dich. Ja, das war schon enttäuschend genug, aber es ist eben auch das Ding, sie ist noch ein Kind, sie ist wirklich noch ein Kind. Sie ist von der Reife her nicht auf dem Level wie andere in ihrem Alter. Mhm. Sie spielt noch mit Plastikpferden und trägt Kinderschlafanzüge und ach, keine Ahnung. Mhm. 16 Jahre ist sie. Sie gerade erst geworden. Gerade erst geworden. Und wer ist der Vater? Ja, der Vater, das ist ihr Freund, mit dem ist sie seit letztem Jahr zusammen. Wie alt ist der? Der ist 17. Ich muss 17. Dazu aber sagen, dieser Junge ist, naja, vom geistigen geistiger Durchschnitt ist es nicht, es ist weit darunter. Er ist, gilt hundertprozentig als behindert wegen Asthma, Neurodermitis, Rückenbeschwerden und hier und da. Und ja, er mag ein lieber netter Kerl sein, aber er ist so, weiß ich nicht. Die beiden haben irgendwo keine Zukunft. Meine Schwester hat nun selber auch keinen Schulabschluss. Das klingt jetzt ein bisschen diskriminierend, wie du über den Jungen redest, muss ich dir sagen. Wenn der Junge schwer krank ist, kann es ja ein netter Kerl sein. Und dann gleich. Ja, aber das Ding ist, er macht ja auch nichts. Er schiebt ja auch immer alles vor, dass er nichts macht, weil ihm geht es ja angeblich so schlecht. Aber einen ganzen Tag durch die Gegend ziehen mit Kumpels und. Na gut, aber Moment. Er ist 17 Jahre alt. Da muss man immer ein bisschen großherzig sein. Wir alle waren, als wir jünger waren, auch irgendwie manchmal bekloppt. Du auch. Ja, okay. Ja, alle haben wir irgendwie unsere Macken gehabt. Und wenn der Kerl auch noch so krank ist, wäre ich ja erstmal vorsichtig mit so einem radikalen Urteil, was du da gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz ist die Situation natürlich schwierig. Da ist ein 16-jähriges Mädel und 17-jähriger Junge, die de facto letztendlich nicht Eltern werden sollten. Sehe ich auch so. Ohne jetzt die beiden zu kennen, würde ich erstmal so ganz grundsätzlich sagen, egal wie entwickelt oder nicht entwickelt die sind. Ja, also das sowieso, vor allem, weil sie aufgeklärt ist. Also das hat sie auch, weil ich muss dazu sagen, meine Mutter, die leidete zeitweilig unter schweren Depressionen und wir haben so einen Teil der Erziehung mit übernehmen müssen. Ja. Von meiner kleinen Schwester. Wie viele wohnen denn noch zu Hause von den Kindern? Nur noch meine kleine Schwester. Also ich bin ganz weit ab vom Schuss, weil ich fürs Studium woanders hingezogen bin. Ja. Und meine große Schwester, die hat nur eigenen Haushalt und Freund und hier und da. Also ihr seid drei Mädels? Ja, es gibt noch zwei Stiefbrüder und ach Gott. Also die sind weit weg und darüber müssen wir nicht reden jetzt. Nee, nicht wirklich. Ja. Haben denn die beiden einen guten Draht zueinander, deine kleine Schwester und dieser Freund, den du offensichtlich nicht sehr magst, aber versuch's mal doch objektiv zu beurteilen? Ja, mögen also, die sich? Sie mögen sich und er hat ihr auch gut getan. Das ist ja wirklich so. Sie war mal so ein schüchternes Ding, das nicht Miep und nicht Mupp gesagt hat. Mhm. Und durch ihn blühte sie ein bisschen auf, war ein bisschen lebendiger, hat allerdings die Schule sehr stark schleifen lassen, ist deswegen auch nicht versetzt worden, also eine Scherze. Ja. Und hat dementsprechend auch nicht mal mehr den Hauptschulabschluss. Ach so. Ja. Das heißt, sie macht gar nichts im Moment? Sie sollte jetzt eigentlich einen Hauptschulabschluss machen, aber das wird jetzt alles auf Eis gelegt. Und das Problem ist eigentlich, dass sie alles so mit einer rosaroten Brille jetzt sieht, überlegt sich Kindernamen und hier und da und will unbedingt mit dem Baby zu ihrem Freund und zu dem Vater ziehen.
Aber der hat doch noch keine Wohnung, oder wie? Nee, der wohnt zusammen mit seinem Vater und die sind beide Hartz-IV-Empfänger, sitzen ganz noch zu Hause und deswegen könnten sie sich ja ums Kind kümmern. Ja. Weiß ich nicht, ich hatte nicht so für eine gute Idee, weil ich denke, sie muss auch irgendwo lernen, mit dem Kind umzugehen, richtig? Was? Und ich halte Mutter-Kind-Heim für besser. Weil zu Hause kann sie mit dem Kind nicht bleiben, es geht irgendwie. Warum nicht? Ja, meine Mutter ist berufstechnisch stark eingespannt und ja. Der Stiefvater, der ist auch im Schichtdienst tätig, also es wäre kaum einer da, der sich kümmern könnte. Ja. Was sagt denn deine Mutter oder eure Mutter zu der Situation? Wie würde sie es denn gerne geregelt haben? Die erste Reaktion war, dass sie wohl für einen Abbruch war. Und dann hat sie gesagt, gut, wenn du nicht willst, dann müssen wir da jetzt durch. Mhm. Aber sie will halt Mutter-Kind-Heim, aber sie steht auch momentan noch wohl so ein bisschen neben sich. Also sie ist noch ein bisschen geschockt. Ich meine, ihr wisst es ja alle jetzt erst seit ein paar Tagen. Ja. Und seid alle ein bisschen geschockt. Ja. Ich weiß nicht, Mutter-Kind-Heim, weiß ich nicht. Solange ein Zuhause, wo auch immer zur Verfügung steht, würde ich so ganz intuitiv sagen, ist es vielleicht besser. Nicht in dieser Familie. Bitte? Nicht in der Familie. In der Familie von dem Jungen? Ja, das auch. Oder in deiner? Auch in unserer auch nicht so unbedingt. Nee. Sondern die optimalsten Verhältnisse. Bitte? Sind nicht optimale Verhältnisse. Mhm. Mhm. Ich meine, sie sagt, sie möchte zu dem Vater von dem Jungen ziehen. Ja. Das ist ja schon mal eine Entscheidung. Ich meine, sie ist nur 16 Jahre alt und offensichtlich kennt sie den Vater und versteht sich auch gut mit dem Vater. Ja, das Problem ist aber, ihr gefällt dieses Leben, den ganzen Tag nichts tun und Geld vom Vater Staat. Das gefällt ihr wirklich. Mhm. Gut, aber jetzt ist sie erstmal schwanger und jetzt muss man sehen, dass man ihr jetzt klug beisteht. Und für sie da ist und ihr hilft, Entscheidungen zu treffen, die für alle Beteiligten gut sind. Ne? Das ist erstmal wichtig. Und was dann später wird, natürlich muss sie sehen, dass sie ihren Schulabschluss nachholt und natürlich muss sie irgendwie eine Lehre machen. Ist gar keine Frage. Aber jetzt das musst du ihr sagen, sie will ja nicht, das ist ja das Problem. Ja, aber vielleicht lernt sie ja jetzt auch, wenn sie ein Kind hat, vielleicht lernt sie auch mehr Verantwortung zu tragen. Vielleicht ist sie ja in 2 Jahren ein ganz anderer Mensch, dass sie vielleicht auch zugänglicher ist. Vielleicht wird sie jetzt wirklich erwachsen. Du sagst, sie hat irgendwie noch sowas Kindliches. Ja, sehr stark, ja. Mhm. Aber jetzt ist ja sie wird das Kind kriegen. Mhm. Ne? Und so ist es. Das wäre doch das Allerklügste, wenn du sie vielleicht auch dazu bewegen könntest, dass sie auch mal zu einer Beratungsstelle geht, dass sie sich mal eine äußere objektive Meinung reinholt, pro Familia, oder es gibt ja viele andere Beratungsstellen. Ja, sie muss ja zur Schwangerschaftsberatung und weiter. Und sie waren wohl bei so einem, es war aber so kirchlich angehaucht. Mhm. Und meine Mutter hatte sich das dann wohl gleich verscherzt, als sie sagte, ihr wäre ein Abbruch lieber. Das kommt mir nicht so gut. Ja, nee, das Thema ist ja auf dem Tisch, weil sie im 4. Monat ist. Ja, ne? Also das ist sowieso. Ja. So, das heißt, ich würde auch vorschlagen, dass sie das auch dann mal alleine macht mit ihrem Freund, dass sie alleine weiter sich mal jetzt kontinuierlich beraten lässt, was nun für sie das Richtige ist. Ich meine, wir reden jetzt hier über eine dritte Person, die weit weg ist, die ich nicht kenne, die ich gar nicht einschätzen kann. Aber so objektiv gesehen würde ich sagen, dass deine Schwester soll mit ihrem Freund jetzt, nachdem die Entscheidung gefallen ist, die ist nun mal gefallen, dass sie das Kind bekommen wird, wirklich zu einer guten Beratungsstelle gehen. Und auch ein paar Mal hingehen und das überlegen. Vielleicht auch dann nochmal zusammen mit deiner Mutter oder mit dem Schwiegervater, in Anführungszeichen. Dass dann eine Lösung gefunden wird. Dass man ihr vielleicht auch ein bisschen zutraut, dass sie das selbst entscheidet. Vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, wenn sie erstmal dahin geht zu dem Vater. Du darfst es auch nicht so entwürdigend sagen, nein, das Hartz-IV-Empfänger. Das sind keine schlechten Menschen, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist. Nein, also das habe ich, das war nicht darauf, sondern die Umstände, wie sie auch leben, die Art, wie sie leben. Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ja, das ist, muss man halt mal erlebt haben. Ja gut, aber das kann man ja alles ganz in einem ausführlichen Gespräch, in einer solchen Beratung, kann man das ja auch alles, die können das ja auch genau befragen, die ganzen Umstände. So dass einfach, also ich glaube, der Schritt muss sein, es muss viel Beratung jetzt passieren in den nächsten Monaten. Von möglichst vielen Seiten. Ja. Das ist das Klügste, was man machen kann. Richtig. Und möglichst aus einer objektiven Ecke die Beratung. Ja, schon. Ich hätte es nur gern eher, weil ich meine, ich verstehe es auch nicht, warum sie nichts gesagt hat. Ja, weil aber sie hat mir immer alles anvertraut. Katja, du bist jetzt ein bisschen gekränkt, weil das Vertrauen ein bisschen angerissen ist, weil sie es dir nicht gesagt hat. Vor allen Dingen, das ist wie eine Verhütung. Was habe ich nicht gepredigt? Also
Und sie hat mir letztes Jahr noch hoch und heilig geschworen, da war sie bereits schwanger, Ende Dezember, hat sie mir hoch und heilig geschworen, sie hat noch keinen Sex und wenn, dann weiß sie, wie sie es anstellen muss. Sicher, ich kann das verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man ein bisschen enttäuscht ist und gekränkt ist, dass sie es dir nicht gesagt hat. Und natürlich hätte sie verhüten müssen, verdammt nochmal, sie hätte verhüten müssen, klar, gar keine Frage. Da gehört ihr auch ordentlich der Kopf gewaschen. Aber jetzt muss man nicht in die Vergangenheit gucken, sondern in die Gegenwart. Und man muss sehen, dass man das Allerbeste aus dem macht, was da ist. Jetzt mit Vorwürfen ankommen bringt ja gar nichts. Nee, der macht sie dicht. Da macht sie dicht. Und mit gekränkter Eitelkeit ankommen bringt auch nichts. Versuche ja einfach, das zu verzeihen, dass sie es dir nicht gesagt hat. Es wird ja Gründe haben. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, warum sie es dir nicht gesagt hat. Ja, warum kann ich mir schon denken, aber... Signalisiere ihr doch jetzt einfach, dass du ohne Wenn, Aber jetzt zu ihr stehst. Und ihr alles bequatschen könnt. Ja, und dass du ihr auch nicht den Jungen mies machst. Ja, finde ich alles wichtig, dass du sie einfach respektierst und sie, vielleicht behandelst du sie auch zu sehr noch als kleines Mädchen. Weiß ich nicht, ich interpretiere das ja so rein, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Ich werde dir erstmal noch ein paar gute Beratungsstellen an die Hand geben. Und zwar in der Gegend, wo deine Schwester wohnt. Da kannst du so weiterreichen. Wir rufen dich jetzt zurück und dann bekommst du die Beratungsstellen, okay? Alles klar. Alles Gute, Katja. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es jetzt. Bei mir, mit Philipp. Philipp, 22, hallo Philipp. Hallo Domian, guten Abend. Guten Abend. Und ich sehe hier, da ist auch bei dir eine Sandra, 19. Ja, das ist meine Frau, also meine Freundin. Deine Freundin. Ja. Deswegen rufst du an, Philipp? Ich rufe an wegen Gewalt, dass ich ein Aggressionsproblem habe. Ich flippe ständig aus, ich habe immer Probleme mit meiner Frau. Ich rede immer mit ihr und sie ist mir in dem Moment immer arrogant, wenn wir uns streiten. Und sie gibt mir dann nicht das Gefühl irgendwie, dass sie mich respektiert, also in dem Sinne, dass sie mir zuhört und ich fange dann an, immer Sachen kaputt zu machen, sie zu beschimpfen. Schon im Kindesalter, das bei mir angefangen, wo ich 3 war, habe ich meine Schwester Messer in den Fuß gehauen. Ich weiß nicht nur mehr, ob man aggressiv auf die Welt kommen kann, gibt sowas, ob man mir das sagen kann vielleicht. Ob man unbedingt aggressiv auf die Welt kommt, unter Umständen vielleicht sogar das, wenn eine Störung vorliegt. In der Regel werden die Menschen aggressiv gemacht. Aber erzähl mal noch ein bisschen weiter. Nochmal vorab eine Frage. Das ist nicht deine Frau. Ihr seid nicht verheiratet. Nein, wir sind nicht verheiratet. Wir leben zusammen. Also mein Lebensgefährtin. Wir haben zusammen eine kleine Tochter. Ach so. Von 6 Monaten, ja. Ja. Und geht das so weit, dass du deine Freundin auch schlägst? Ich habe sie schon mal geschlagen, ja. Ja. Aber bevor das passiert, rede ich. Dann mache ich Sachen kaputt und ich flipp halt aus. Ja, auch vor meiner Tochter schreie ich dann rum. Mhm. Ich schlage die Türen zu. Es gibt immer irgendetwas zu Bruch. Ich habe bestimmt schon 100 Handys in meinem Leben kaputt gemacht. In dem Moment, wo du dann ausrastest, ja. Was geht da in dir vor? Versuch mal zu erklären. Das ist, wie soll ich sagen, wenn ich mit einem Menschen rede und der mir da nicht tut, dann, boah, man fühlt irgendwie, das ist wie wenn irgendwas von einem Besitzer, ich habe über mich selber gar keine Kontrolle mehr, so in dem Moment. Ich mag das selber, Wenn das dann wieder abklingt, tut dir das sofort leid? Oder? Ja, natürlich. Und danach kommt es auch immer wieder zur Versöhnung. Ja. Aber es passiert auch immer wieder, dass es wieder zum Streit kommt und ich dann immer wieder so auf 180 auf die Palme komme und sie dann auch weint und Angst hat. Und ich habe ein Telefon genommen, nachdem wir meine Tochter gebadet haben, haben wir uns gestritten, dann habe ich das Telefon mitsamt dem Kabel im Wasser reingetan, habe auch Stromschlag bekommen. Aber ich hoffe, das Kind war aus der Badewanne raus. Wie bitte? Das Kind war hoffentlich aus der Badewanne raus. Ja, das ist selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja. Nein, so ist es nicht. Also da guck ich schon, aber ich werde halt laut und die Kleine wird das bestimmt auch mitkriegen. Und gib mir doch mal deine Freundin, die Sandra. Die Sandra, die ist zu nervös, um mit ihm zu reden. Ach so, die möchte gar nicht sprechen, ich verstehe. Nee, also. Ja, die ist zu nervös, die wird dann lachen und so und die würde das dann, das würde dann lächerlich sich anhören, obwohl sie es gut meint eigentlich. Okay. Wenn dich das dein ganzes Leben schon so begleitet, gab es doch wahrscheinlich auch schon viele Konfliktsituationen in der Schule, mit anderen Jungs, auf der Straße. Ja, natürlich. Das heißt, du warst auch schon oft in Schlägereien verstrickt? Ja, natürlich, ja. Mhm. Ich war schon im Gefängnis und... Du warst im Gefängnis schon? Ich war schon im Jugendheim und volle Palette durch schon. Wie oft warst du im Gefängnis und wie lange? Ich war schon 3-mal jetzt im Gefängnis. 4-mal, Entschuldigung. Also wegen Körpergeschichten? Nein, nicht wegen Körperverletzung. Nur wegen Handeltreiben von BTM und
Achso, Drogen. Andere Geschichten, ja, nicht Gewaltdelikte. Keine Gewaltdelikte? Ja, es ist schon mal ein Gewaltdelikt vorgefallen und so, wo ich mich mit dem Kontrolleur geschlägert habe und ja. Und das andere waren Drogen? Aber, Drogengeschichten? Ja, Drogengeschichten. Hast du denn, wenn das so lange schon dich plagt, und du schilderst das ja auch so, dass sich das plagt, das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, es gibt ja viele Leute, die auch so drauf sind, die das gar nicht wissen und die gar nicht so ein Bewusstsein davon haben. Du schilderst das so, als würdest du da neben dir stehen und du kannst nicht anders. Genau, ich habe keine Kontrolle mehr über mich, total. Mhm. Im Nachhinein merke ich erst, was hätte alles passieren können und einfach dieses Monster, was über mich besitzt, ergreift, wenn ich wütend werde. Hast du irgendwann mal versucht, einen Psychologen aufzusuchen? Nein, habe ich noch nicht versucht. Mehr. Warum noch nicht? Warum nicht? Das ist jetzt erst, ich wollte erst mal mit Menschen reden, so wie mit ihm. Wenn ich bin im Heim groß geworden und ich habe so viel mit Pädagogen und Psychologen geredet und hast du man verliert irgendwie die Lust, verstehen Sie? Da im Amt zu sitzen und irgendwie mit einem so zu reden, wo man sich denkt, der nimmt einen doch vielleicht nicht so ernst. Kann ich verstehen. So viele Ämter und ich wurde auch oft, bin damals ins Heim gekommen, das Jugendamt hat mich verarscht und mein Vater und ich irgendwie eine Allergie gegen das Amt. Sozusagen. Also du bist deine ganze Kindheit und Jugend im Heim gewesen oder warst du ganz früher auch zu Hause? Ich war ganz früher auch zu Hause, ja. Und warum bist du dann ins Heim gekommen? Ja, mein Vater und meine Eltern haben sich schon scheiden lassen, wo ich 3 Jahre alt war. Mhm. Und aus irgendeinem Grund sind wir dann, also ich, mein Bruder und meine Schwester, sind dann, hat das Sorgerecht mein Vater bekommen. Ja. Und ja, mein Vater hat halt getrunken. Ja. Und so war kein geregelter Haushalt. Und kann sich ja vorstellen, ein Mann, der trinkt, überfordert mit 3 Kindern und sowieso nicht in der Nachbarschaft so beliebt gewesen. Keiner konnte mit uns spielen und so, weil gerade deswegen. Hast du jetzt hast du Kontakt noch zu deiner Familie heute? Ja, natürlich, ja. Hast du? Habe ich, ja, auf jeden Fall. Wie lange bist du mit Sandra zusammen? Ich seit 2004. Und hab eine kleine Tochter? Ja, schon 6 Monate. Was machst du beruflich? Ich mach gar nichts, ich bin Bäcker. Also ich warte noch, dass ich meine Bäckerlehre fertig machen kann. 2,5 Jahre fertig gemacht und so warte halt, bis das Amt mich vermitteln tut. Achso, du hast die Lehre angefangen? Ja. Und das habe ich verstanden jetzt. Und hast 2 Jahre schon gemacht, die Lehre? 2,5 Jahre. Und warum nicht abgeschlossen? Weil ich entlassen wurde. Warum? Weil ich entlassen wurde. Ich habe die im Vollzug gemacht, die Ausbildung. Ach so, im Vollzug, im Strafvollzug hast du die gemacht. Das heißt, du musst jetzt nur noch den Abschluss irgendwo bei einem in einer Bäckerei machen und dann hättest du es in der Tasche. Ja, ich habe auch so Kontakt zu Kraft-Handwerkskammern, mit denen die versuchen mir dann die alten Unterlagen, weil ich habe die werden nur einmal ausgestellt bei der Haftentlassung und ich habe die alle versetzt irgendwie. Und ja, die versuchen das halt gerade telefonisch mit denen irgendwie zu klären, ob man da was machen kann. Ja. Wenn ich da anrufe, hat das keinen Sinn als ehemaliger Gefangener da. Ja, also. Da nicht zurück. Aber alles, ich bin da dran. Also Situation rundherum eher schwierig, ne? Ja. Aber dennoch finde ich gut, dass du das während der Knastzeit gemacht hast, dass du eine Lehre gemacht hast, also zumindest so weit schon mal fortgeschritten bist. Und wenn du jetzt den Abschluss auch noch in der Tasche hast, dann ist das ja schon mal was ganz Tolles. Auf jeden Fall. Finde ich ganz toll. Ja, ich bin noch Bäcker aus Leidenschaft, sage ich mal so. Ja, finde ich schon mal ganz toll. So, und dann hast du mir erzählt, dass du ein kleines Kind hast. Ja, eine kleine Tochter. Und ich finde ja schon mal wichtig, dass man für sich selber viel machen soll, aber ich finde, man muss noch viel mehr machen, wenn man ein Kind hat. Ja, für das Kind ein gutes Leben zu gewährleisten und vor allen Dingen auch für das Kind ein Vorbild zu sein. Und dass das Kind keinen Schaden nimmt. Und durch das, was du gerade so geschildert hast, hast du ja selbst sogar auch gesagt. Ja. Die Kleine wird immer älter und älter und kriegt das mit. Und das ist nicht sehr schön für sie. Und ich glaube, dass du ihr ein schöneres Zuhause ermöglichen möchtest, als das, was du erlebt hast in deiner Zeit früher. Das auf jeden Fall. Ich bin kein schlechter Mensch. Glaube ich. Es ist nur, wenn ich halt ich versuche es immer mit Reden und so. Und ich bin auch nicht auf den Mund gefallen oder so. Aber wenn ich halt ausflippe, ist es halt zu viel. Ich habe das jetzt alles so gesagt, um dir gut zuzusprechen, weil ich nämlich mir sehr gut vorstellen kann, dass du bisweilen auch die Faxen dicke hast mit Ämtern und Pädagogen, wie du gerade gesagt hast, und dass man da irgendwie auch keinen Bock mehr hat. Und man wird vielleicht auch nicht so doll behandelt, wenn man schon mal im Knast war, und die Leute sind auch nicht alle so freundlich. Kann ich alles verstehen. Musst du mir nicht erklären, glaube ich dir. Aber
Dennoch musst du den Hintern jetzt hochkriegen und du musst es machen. Du musst zu einem Psychologen. Ja, das habe ich auch gesagt. Deswegen rufe ich auch an, ob ihr mir da vielleicht weiterhelfen könnt. Das werden wir jetzt gleich versuchen im Hintergrund. Das mache ich nur zuliebe meiner Frau und meiner Tochter. Und ich merke auch selber, dass es... Ja, und du machst es dann letztendlich auch für dich, weil ich hoffe, dass du irgendwann deinen Abschluss in der Hand hast und irgendwann auch eine Arbeitsstelle hast. Und es ist auch nicht toll, wenn du auf der Arbeitsstelle immer ausrastest. Dann bist du da nämlich auch bald wieder rausgeflogen. Nee, so mit Befehlen und so kann ich umgehen, auch so, wenn ich auch niedrige Arbeit machen muss. Das ist na gut. Kein Problem. Das aber dennoch wär, fände ich es ganz wichtig für dich, für dein Leben, für dich persönlich, für deine Familie, wenn du dieses, worunter du da so leidest, dass du immer austickst, dass du das in den Griff kriegst. Ja, aber dumm, das ist halt nur Menschen, die einem nahe sind, die man liebt, die können auch mich nur so auf die Palme bringen. Das ist halt Menschen, die mir egal sind, die würden das gar nicht so schaffen. Ich würde mich auch richtig aufregen, aber das ist, wenn man Menschen nahe steht, regt man sich noch viel mehr auf. Aber auf jeden Fall muss die Sache, die muss in den Griff bekommen werden. Sind wir uns klar, sind wir uns einig. Ich finde gut, dass du angerufen hast. Das war mit Sicherheit der erste Schritt, dass du was unternimmst. Jetzt wird meine Psychologin, die Anja, dich zurückrufen. Und dann wird die das alles mal ein bisschen auseinanderfummeln, wie du es am besten anstellst mit der Therapie. Und das musst du machen. Eine Gewalttherapie möchte ich machen, ja. Ja, das musst du machen. So richtig, ja. Ja. Mit heißem Stuhl und was man, ich habe schon da am Rand immer so Sachen mitbekommen. Irgendwie war es mir nicht so wichtig, aber es ist mir jetzt auf jeden Fall wichtig. Ja, dann sagst du das auch gleich meiner Psychologin nochmal. Und dann überlegen wir mal, wie wir dir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen können, okay? Okay, dann darf ich noch jemanden grüßen? Ja, aber ganz kurz bitte. Okay, dann grüße ich meine Frau Sandra, die ich liebe, meine Tochter Latisha, meinen Bruder Mohammed, Sabrina, Tillak und den Rest der Rasselbande. Okay, Philipp. Ich finde dich super, du hast echt drauf. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Okay. Du legst auf, wir rufen zurück. Tschüss. Okay, danke. Jo, tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, ich hatte schon alle Hoffnung verloren, möchte mit Leuten reden, die hoffnungslos waren, aus welchen Gründen auch immer. Liebe, Krankheit, Geld, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt. Aber dann gab es eine rasante Wendung, durch was auch immer ausgelöst. Und euch geht's vielleicht heute richtig toll, aber euch ging es mal so richtig mies und ihr wart so richtig am Ende. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch heute schon per Mail oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an, ab 0 Uhr oder halt dann während der Sendung. Kerstin haben wir noch hier. Kerstin ist 24. Hallo Kerstin. Ja, hallo Domi. Hallo Kerstin. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe meine Mutter das erste Mal nach 24 Jahren kennengelernt. Durch Oliver Geissen. Bitte? Durch Oliver Geissen? Ja. Ach. Und das war das schlimmste Erlebnis, was ich bis jetzt erlebt habe. Das Schlimmste? Ja. Warum? Also ich habe sehr spät mitbekommen, dass ich adoptiert bin. Und zwar nur durch Zufall, weil wir in der Schule dieses Thema Adoption hatten. Mhm. Und dann sollten wir uns halt mit unseren Eltern drüber unterhalten und ich habe meine Eltern dann darauf angesprochen und die sind dann halt in Tränen ausgebrochen und haben mir erzählt, dass ich adoptiert bin. Mhm. Da warst du, warst du wie alt? Auf jeden Fall sehr geschockt, aber... Da warst du wie alt? Kerstin, wie alt warst du da? 14. 14, mhm. Ja, ich habe mir auch nicht so drüber Gedanken gemacht. Ja, da bin ich halt älter geworden und dann, ich habe meine Eltern auch sehr drüber ausgequetscht und habe auch übers Jugendamt versucht, also Kontakte herzustellen. Nur die haben mir damals schon geraten, es lieber nicht zu tun, dass es nicht gut ist für mich. Ja. Und also meine Mutter wusste auch nichts Richtiges drüber, nur dass ich sehr verwahrlost ins Kinderheim gekommen bin. Ja. Also halt, dass ich von meinen Eltern, also meine Mutter war Alkoholikerin, wie ich jetzt mitbekommen habe. Die leibliche Mutter. Genau, die hat mich, ich habe noch eine Schwester, die hat meine Mutter dann nach mir adoptiert und... Wie war das denn jetzt mit dem Oliver Geissen in der Show? Was ist da passiert? Ja, also man hat mich angerufen und gesagt, dass meine leibliche Mutter dort ist und er hat mich gefragt, ob ich sie gerne kennenlernen möchte. Mhm. Ich habe ja gesagt und ich bin dorthin gefahren. Und also der Hintergrund war, dass sie dich gesucht hat? Nee, also meine Schwester nachher rein, also ich wusste es vorher nicht, mich hat man nur eingeladen, ich bin dann hingefahren. Dort habe ich meine Schwester gesehen und halt meine Mutter und und das war sehr schlimm für mich, sehr, sehr schlimm. Also meine Mutter sah sehr schlimm aus, ich war total enttäuscht und so richtig hat sie sich auch nicht gefreut, dass sie mich gesehen hat. Ich habe es nicht richtig verstanden, Kerstin. Du hast also dich nicht an die Show gewandt? Nein. Hat deine leibliche Mutter sich an die Show gewandt, dich zu finden? Meine Schwester. Die Schwester, ach so. Und da gab es da eine... Und du bist in die Show eingeladen worden und du wusstest nicht, was da auf dich zukommt?
Nein, wusste ich nicht. Ich habe nur erfahren, dass dort meine leibliche Mutter ist und man hat mich gefragt, ob ich sie gerne kennenlernen möchte. Ja, aber immerhin, da wusstest du das ja vorher schon. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe eine kleine Tochter, die habe ich mitgenommen dorthin. Mhm. Also du wusstest schon, was dir bevorsteht. Man hat dich nicht einfach da so hingelockt. Ja, also man hat mich gefragt, ob ich sie gerne kennenlernen möchte. So, und warum ist das jetzt so schlimm? Weil ich sehr enttäuscht war. Also sie sah so... vor mir waren so viele Leute, da waren Mütter, die haben sich so gefreut, die Kinder zu sehen. Aber wo ich reinkam, sie hat mich nur einmal angeguckt, hat mir Hallo gesagt und das war's. Ja. Wann war diese Begegnung? Ungefähr vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Habt ihr denn seitdem Kontakt miteinander aufgebaut? Nein, möchte ich ja nicht. Ach, gar nichts. Nein. Das heißt, diese Zusammenführung war ein Flop für dich? Ein richtiger Flop. Also nachher rein bin ich... sehr enttäuscht. Also sie hat mir auch nicht erzählt, wieso, weshalb alles gekommen ist und es tut mir sehr leid. Also es tut mir weh richtig. Nimmst du ihr das übel, dass sie das dann auch noch da irgendwie groß inszeniert hat im Fernsehen vor allen Leuten? Ja, nehme ich ihr sehr übel. Das hätte man ja auch so im Stillen machen können, wenn, ne? Und nicht unbedingt im Fernsehen. Ja, nachher rein auch, weil sie sah richtig wie eine Alkoholikerin ran. Ja. Also jetzt glaube ich endlich mal das Jugendamt, wo sie gesagt haben, das ist nichts für dich. Carsten, jetzt ist die Sendung gerade vorbei, sehe ich ja gerade. Danke noch für deinen Anruf und alles Gute. Wir müssen leider Schluss machen. Ja. Tschüss. Tschüss. In